Moin aus Hamburg. Na, wer bringt bei euch die Geschenke? Der Weihnachtsmann, das Christkind oder die Familie? Bald ist der 6. Dezember, der Nikolaustag. Und bei den meisten bringt der Nikolaus die Geschenke. Der Brauch geht auf den Bischof von Myra zurück, der sich für arme und kranke Menschen sowie Kinder einsetzte und ihnen nachts heimlich Geschenke brachte. Er starb am 6. Dezember, daher das Datum 6. Dezember, Nikolaustag. Martin Luther als Reformator passte das aber alles nicht mit den katholischen Heiligen. Die wollte er komplett abschaffen. Die Protestanten aber, die wollten die Bescherung beibehalten. Und deswegen hat dann Martin Luther verfügt, dass der heilige Christ, später das Christkind, dann die Geschenke und die Bescherung machen soll. Ob Christkind oder Kollegio Nikolaus, beide bringen nachts heimlich die Geschenke. Einzig beim Christkind ist es so, dass es nicht diesen Riesenauftritt wie den Nikolaus braucht, sondern ganz im Verborgenen kommt und gleichzeitig auch nicht bestraft. Wer nicht artig war, der kriegt halt nichts. Tja, und mit dem Weihnachtsmann inklusive Rauschebart haben beide so gar nichts zu tun. Der Weihnachtsmann, der wurde erstmals 1863 von einem amerikanischen Karikaturisten erstellt und gezeichnet und dann durch Coca-Cola später um die ganze Welt bekannt. Sachen gibt's. Übrigens, hier bekommst du keine Rabattcodes. Du kannst auch nichts gewinnen, weil ich nämlich entgegen vieler anderer Kollegen auf YouTube überhaupt keine Kooperation mit irgendwelchen Herstellern habe. Mir wurde gar nichts zugeschickt. Ist wie es ist. Also alles, was du hier siehst, das kannst du dir schön selber kaufen oder einfach schenken lassen. Aber auf jeden Fall sind tolle Sachen dabei, hoffe ich wenigstens für dich. Und deswegen wollen wir jetzt mal anfangen und ich zeige dir einfach so ein paar Sachen, wo wir den Weihnachtsmann mal ein bisschen unter die Arme greifen können und ihm zeigen, was Camper denn so gebrauchen können und mögen vielleicht. Das Beste kommt zum Schluss. Ich habe da so meine Highlights mir aufgehoben. Das finde ich einfach am besten, was wir uns damals oder mittlerweile, seit 2 Jahren sind wir hier mit unserem Billy unterwegs, was wir uns angeschafft haben. Und die zeige ich schön ganz zum Schluss. Alles klar? Dann geht's los. Als erstes zeige ich dir jetzt mal einen Aufkleber fürs Wohnmobil, wo die Höhe, die Länge und die Breite eingetragen ist. Und wir haben uns den angeschafft, weil es kommt ja immer wieder was dazwischen und auf einmal steht man vor einer Brücke und denkt, Mensch, wie hoch war die Karre eigentlich? Oder wie breit? Also wie lang? Das weiß ich inzwischen. Also das ist ja auch relativ einfach. 6 Meter, 8 Meter, 10 Meter, was auch immer, 7,50 Meter. Aber die Breite und die Höhe, die vergisst man gerne mal. Und dafür haben wir uns einen Aufkleber angeschafft und an markanter Stelle angebracht. Ich zeige ihn dir mal. Und zwar haben wir den schön hinter der Sonnenblende gemacht. Ich klappe die mal aus und tata, da ist der schöne Aufkleber. Warte mal, ich mache mal den ein bisschen näher dran. Da haben wir einfach mit einem Edding eingetragen, wie lang die Karre ist, die Breite, die Höhe und das Gewicht, was ja auch öfter mal vonnöten ist. Ja, und dementsprechend können wir ganz einfach unseren Willi so durch alle schwierigen Phasen bringen. Da bin ich wieder. So, und das gute Teil ist denes hier. Und zwar ist das ein ganz kleines Teil in Kunststoff verpackt. Und das kann man rausschieben. Und dann kommt zum Vorschein hier eine Mini-Sprühdose. Und damit kannst du ganz einfach das M-Box zum Beispiel sauber machen. Da sind ja immer schöne Fingerprints drauf. Ich zeige es euch mal hier am Computerbildschirm. Du nimmst einfach die kleine Sprühdose, sprühst da ein bisschen rüber und dann kannst du mit jeder Seite dieses schönen Geräts den Bildschirm sauber machen. Und wie gesagt, alle Fingerprints, alles geht davon ab. Und du hast ruckzuck einen sauberen Schirm. Und hier sieht man ein bisschen den Dreck, den Staub. Wenn es trocken ist, kannst du das einfach ausbürsten und das war's. Ein wunderbares Teil
ich muss sagen, hat sich wirklich gelohnt. Das Ganze ist ein schönes kleines Goodie und man hat immer schön sauber alles vorne dran. Als nächstes haben wir einen Akku-Fenstersauger von Kärcher. Hier, da seht ihr das gute Stück. Das ist gar nicht so groß. Hier unten ist ein Behälter, wo sich das Wasser, sieht man auch ein bisschen, ist drinne, Wasser sammelt. Und du kannst schön mit diesem Ding die Frontscheibe sauber machen oder die Seitenscheibe, wenn da Tauwasser, Tautropfen über die Nacht sich angesammelt haben und morgens willst du die Feuchtigkeit aus deinem Wohnmobil rauskriegen. Ist auch nicht so wahnsinnig laut, wie man hört. Und man wischt hier einfach rüber. Da vorne sind solche Lippen dran. Hier ein kleiner Schalter. Geht wunderbar per Akkubetrieb. Hält auch wirklich ziemlich lange. Das gute Ding kostet 54,30 Euro. Also meiner Meinung nach volles Brett, das Geld wert. Ein weiteres kleines Miniteil, was auch sehr zu empfehlen ist bei unserem Willi hier, da haben wir oft USB-C-Stecker im Auto verbaut. So, zum Beispiel vorne am Wohnmobil, vorne am Armaturenbrett besser gesagt. Und dort sind USB-C und dann hast du viele Geräte, zum Beispiel eine Dashcam oder ein Tassenwärmer oder ein Ventilator oder was auch immer irgendwie mit USB-Anschluss. Und dafür gibt es einen schönen kleinen Adapter, der nennt sich Augenblick, der nennt sich die Laycon USB-Adapter, ist so ein Teil. Vorne USB-C und da kommt der USB-Stecker rein. Zwei Stück für 7 Euro kaufen. Gibt es übrigens auch andersrum USB hier und USB-C hier rein. Also meiner Meinung nach ein wirklich tolles, kleines Teil, was einem das Leben erleichtert. Kommen wir zum nächsten Goodie und zwar eine kleine süße Taschenlampe, die wahnsinnig Licht macht. Ich mach's mal an. Ich gehe mal lieber nicht direkt in die Linse rein, aber das Ding ist der Knaller. Leuchtet wahnsinnig hell und ist für unterwegs sehr gut. Man kann es einfach in die Tasche stecken oder es gibt auch so eine Schlaufe damit dran. Wir haben auch noch eine größere. Ich muss mal gucken. Ich packe euch die Links in die Beschreibung. Die ist auch noch doller. Die hat, glaube ich, 1000 Lumen. Das ist die Pro-Variante Warrior X. Die hat hier hinten einen Anschalter und damit kann man dann einmal Lowlight und einmal Highlight machen. Und das geht richtig ab. Wenn man mal in Schweden oder in Norwegen ist und nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, weil es so dunkel ist und Angst hat, irgendwie von Elchen überrannt zu werden. Das Teil, damit bist du sicher und lässt sich ganz leicht aufladen. Hinten über so einen kleinen Adapter und ja, wie gesagt, packe ich euch in die Videobeschreibung rein. Aus meiner Sicht eine sehr gute Investition haben wir immer im Eingang hängen, die kleinen Lampen. Und das macht Spaß, mit denen zu arbeiten. Als nächstes habe ich für euch ein kleines Tool, was eine Menge Sicherheit bringt, weil manchmal steht man vor verschlossenen Türen oder Toren oder kommt dann irgendwelche Schränke nicht ran, wo man ran darf, aber die trotzdem abgeschlossen sind. Das ist natürlich keine Einladung, irgendwas aufzuschließen. Aber es gibt so ein kleines, schönes Tool. Das ist das, Knipex Twin Key. Und das hat jede Menge verschiedenste, Schaltschrank, wie man hier sieht, oder irgendwelche Innensechskant, Innendreikant, Innenvierkant Möglichkeiten, sogar eine Möglichkeit, mit einem angehängten kleinen Schraubendreher das Ganze zu benutzen. Man kann es hier so auseinander machen. Es ist an einer Stahlkette befestigt. Ich habe es einmal erst benutzt, aber man hat die Sicherheit, wenn was ist, dann ist man auf jeden Fall sicher. Der Knipex Twin Key kostet 27 Euro. Das ist zwar nicht günstig, aber
Ich finde, die Investition ist es wert. Ein weiterer Punkt, den ich guten Gewissens vorschlagen kann, ist eine Löschdecke. Und zwar eine Löschdecke macht ja Sinn, dass man die hat, wenn mal irgendwie im schlimmsten Fall ein Brand im Wohnmobil entsteht, durch die Küche, durch anbrennende Pfannen oder Töpfe und so. Das wäre natürlich ziemlich blöd. Und deswegen haben wir uns eine Löschdecke besorgt. Das ist im Pack für 2 Stück von diesen Dingern, bezahlt ihr 18 Euro. Ich finde es ziemlich günstig und ich finde die Teile wirklich gut. Wir haben sie uns gegenüber vom Herd in den Schrank gelegt. Man weiß ja nie. Und wenn es mal zum Notfall kommt, dann haben wir es auf jeden Fall dabei. So, ich hoffe, ihr hört die Nebengeräusche nicht so sehr. Es ist natürlich bitterkalt im Augenblick in Hamburg. Was heißt bitterkalt? -2 Grad, das ist eigentlich ein Witz gegenüber Schweden und Norwegen. Aber ab und zu rauscht es im Hintergrund. Und wenn ihr das hört, ja, also entschuldigt eventuell die Hintergrundgeräusche, die da entstehen können. Als nächstes habe ich einen Klapperschutz für Flaschen. Ein Klapperschutz für Flaschen, was meiner Meinung nach auch sehr sinnig ist. Und zwar sind das so schöne kleine Teile, so Netze, die man einfach über die Flasche zieht. Und die sind sehr dehnbar und man kann sie einfach platt irgendwie in die Schublade legen. Und später, wenn es dann zum Einsatz kommt, ziehst du sie einfach über die Flasche, stellst sie ins Regal und es klappert nichts mehr. Das ist schon genial, weil damit hatten wir während der Fahrt ab und zu mal Schwierigkeiten. Klipper, klapper, klapper, klipper. Aber damit ist damit Schluss. Da kriegst du, ich muss mal kurz gucken, Klapperschutzflaschen, 7 Stück für 19 Euro. Als nächstes kleines Goodie kann ich euch empfehlen, Elastikpuffer, das sind zwar 320 Stück transparent, aber das ist eine Tüte, die ihr geschickt bekommt, wenn ihr das bestellt, wo dann, ich muss mal kurz aufmachen, wie das hier geht, wo ihr dann kleine Plastiknoppen kriegt, in verschiedensten Größen, und das sind solche Teile oder auch eckig. Wie ihr seht, ich finde sie sehr praktisch, weil wir haben viele Schränke und viele Schubladen, die dann doch ein bisschen Luft hatten und ein bisschen hin und her geklappert haben. Und damit konnten wir das Problem wunderbar lösen. Die sehen super aus, weil man sie eigentlich gar nicht sieht. Und es gibt sie in allen Größen und Schattierungen. Also das Kleinste ist, glaube ich, das hier. Das sind so Mini-Teile, die man überhaupt nicht mehr erkennt, wenn man sie abzieht. Aber ich habe zum Beispiel mir so einen Pinökel hier auf mein Arbeitslicht geklebt. Vorne habe ich ja so eine schöne LED-Leiste und einen Original-Bench-Schalter im Armaturenbrett. Aber wenn es dunkel ist und ich am Fahren bin, den muss ich natürlich extra drücken, weil es ein Arbeitslicht ist, dann finde ich den nicht einfach so. Und dann habe ich mir einfach davon einen auf den Schalter geklebt und wenn ich darüber fahre, merke ich sofort, ah, da ist der Schalter, da musst du das Arbeitslicht anmachen, fertig ist. 10 Euro, wenn das mal kein Geschenk ist, oder? Als nächstes kann ich empfehlen eine Uhr von St. Leonard oder besser gesagt von Pearl. Das ist die schöne Uhr, die wir uns gekauft haben, weil mich störte es immer morgens. Ich bin ja ein kleiner Frühaufsteher, dann ist es auch noch dunkel oder relativ schummerig, wenn ich mein kleines Lichtlein anmache. Und diese Uhr, die funktioniert mit Batterie und ist mit Saugnäpfen ausgestattet. Und ich werde mal sehen, vielleicht im Eingangsbereich an den Spiegel sie zu hängen oder die Saugnäpfe abzumachen und so einen kleinen Klebeassistenten dann dran zu machen, damit ich mir die in der Küche aufhängen kann. Die ist absolut geräuschlos und hat zusätzlich eine Thermometeranzeige drin. Die gute Uhr, die kostet 22 Euro. Also das ist ja mal ein Schnapper. Wie gesagt, komplett geräuschlos mit gleitendem Sekundenzeiger. Ich finde sie gut. Hier oben hat sie sogar noch nur eine kleine Anhängevorrichtung, wenn man ja einen Klebehaken oder sowas nehmen will. Das geht natürlich auch ganz einfach hier aufzumachen mit Batterien. Ein kleines Uhrwerk drin. Sehr smart, sehr leicht auch.
Als nächstes kann ich euch empfehlen, ich weiß nicht, ob es wirklich im Winter dazu kommt, aber sicher ist sicher ein Marderschutz. Und zwar ist das ein spezieller Geruchsmarderschutz, den mögen Marder überhaupt nicht. Davon, wenn du das bestellst, kriegst du gleich zwei. Ohne Rabatt, ohne Zusatz, aber du kriegst zwei. Und wenn du das aufmachst, dann hast du eine kleine Beschreibung und diesen Marderschutz. Und der lässt sich einhängen, ganz komfortabel, sehr sinnig. Einfach einen Kopf in den Motorraum hängen und dann sollte man sicher sein. Ich werde das in Kürze mal tun. Wie gesagt, ich weiß nicht hundertprozentig, ob im Winter die kleinen Marderlein hier noch unterwegs sind, aber besser jetzt im Winter auch reinhängen, bevor irgendwelche Kabel oder Schläuche zerbissen sind. So, kommen wir zum nächsten. Vielleicht habt ihr solche Crocs, wie auch immer, gibt es ja von allen möglichen Marken und so. Die haben wir gerne im Winter oder auch im Sommer, wenn es mal schnell gehen muss und man raus will. Und draußen ist es ein bisschen, ja, steinig oder sandig oder wie auch immer. Man will nicht alles mit reintragen. Da kommt man mit diesen Schuhen wieder rein und was passiert? Der ganze Eingang steht voll. Und deswegen habe ich mir überlegt, gucke ich doch mal nach einer Lösung und habe eine gefunden. Und zwar gibt es bei Etsy, wie gesagt, den Link packe ich in die Videobeschreibung, so einen 3D-Druck. Und das ist so ein Teil, was du hier schön mit einer Klebefolie im Eingangsbereich unten an den Schrank ankleben kannst. Und dann nimmst du einfach die Schuhe, warte mal, ich mach's mal richtig rum, so oder bist, ja, doch so. Und steckst sie da rein und zack sind sie so an der Tür oder am Eingangsbereich und besteht nicht voll und es kann nicht dreckig werden und du packst es da schnell rein und fertig ist. Also ich finde diese Art und Weise genial. Wie gesagt, ich packe es euch in die Videobeschreibung. Überlegt, ob ihr es haben wollt. Den Preis kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, aber das ging relativ schnell mit der Produktion und dass es bei mir war. Ich finde es eine tolle Sache und vielleicht ist es auch was für euch. Wie gesagt, sehr leicht. Ein 3D-Druck mit so abgerundeten Kanten. Sieht auch sehr gefällig aus von vorne. Passt so ein bisschen zu Hümer, finde ich. Und ja, vielleicht ist es was für euch. Als nächstes kann ich euch wärmstens empfehlen, und das ist einer meiner beiden letzten Tipps, ein Sandwichmaker von Arenio steht da drauf. Der hat 1200 Watt. Ist ein richtig schönes Teil. Wie ihr seht, kann man durchgucken. Da, hier, so ein bisschen. Der Knaller ist nämlich, also hier ist ein relativ ja, ausreichendes Kabel dran. Ist für die Küche im Willi wunderbar. Und das Coole ist, man hat hier so einen kleinen Schnapper. Den macht man auf. Und dann sieht man die Heizspiralen und diese Einsätze aus Teflon, die man wunderbar sauber machen kann, die kann man da dann einsetzen. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig, ja. Und dann klingt das vorne so rein und hinten genauso. Hier sind so Nasen, das macht man dann zu den Scharnieren hin und klingt das so ein. Und dann ist es fest und man kann das wunderbar dann benutzen, dementsprechend zumachen und kann da schöne Sandwiches machen. An der Seite hast du dann hier so eine Taste, da kannst du drauf drücken und dementsprechend kannst du das wieder rausnehmen. Also wie gesagt, ein sehr schönes Tool, was man benutzt und die kannst du ganz leicht abwaschen. Es ist ein tolles Teil, hier ist so ein kleiner Regler, den sieht man vielleicht hier, den Regler, da kannst du die Stärke einmachen. Mit Sandwiches schön belegt, also mit ein bisschen, ja, ein bisschen Käse, Tomate, was auch immer. Also wir haben schon oft benutzt und das ist wirklich toll. So, und zum guten Schluss kommt jetzt mein absolutes Highlight. Mein absolutes Highlight, was ich letztens gekauft habe, um meine Frau glücklich zu machen. Und zwar ist das ein Wohnmobilkamin. Also ein kleiner Wohnmobilkamin, spiegelt ein bisschen, ist ein bisschen blöd. Wirklich ein tolles Teil. Ist ganz simpel und zwar hast du hier drunter einen kleinen Schalter, mit dem du das anmachen kannst. Entweder auf Timerbetrieb
oder auf Dauerbetrieb. Und das simuliert durch so eine Spiegelung innen drinne mit ein bisschen drehenden Aluplättchen, was dann eine Spiegelung hervorruft, einen Kaminzustand. Das sieht man jetzt vielleicht nicht ganz so toll. Ich stelle ihn mal ein bisschen weiter weg. Mach mal hinten das Licht aus. Mal gucken, ob das zum Tragen kommt. Ich nehme mal den kleinen Wichtel hier weg. So, und jetzt seht ihr da den kleinen Kamin. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen erkennen. Guck mal, da hinter mir am Kopf. Ein wirklich schönes Teil, relativ günstig. Das gute Teil kostet 20 Euro. Und wenn man es hinten in die Stufe macht, zum Beispiel, ich pack das mal da hinten in die Trittstufe rein. Und zwar sieht das dann so aus. Und wir haben es einfach zum Beispiel in die Trittstufe gepackt. Und da sieht man schön den Kamin flackern. Man kann es natürlich auch wunderbar hinten in den Schlafbereich packen, wenn man da sein Licht an hat und ein bisschen weniger durchaus dann haben will. Wie gesagt, 20 Euro und ihr habt ein schönes Kaminfeuer im Bett. Und wenn man vorne sitzt, das macht schon was her. Ja, das war's auch schon wieder. Also so ein paar Tipps für den Weihnachtsmann, falls der keine Ideen hat, was er euch schenken soll. Vielleicht könnt ihr davon was gebrauchen. Das waren jetzt so einige Sachen für den Innenbereich. Irgendwann mache ich nochmal was für den Außenbereich. Vielleicht kurz vor Weihnachten, so dritter Advent oder so, wenn es dann auf die letzten Meter geht und ihr dann noch dringend was braucht. Ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit. Freue mich, dass es so viele Abonnenten geworden sind. Vielen Dank nochmal dafür. Über 2500 Abonnenten. Ich bin überwältigt. Also bleibt dran, macht weiter so und in diesem Sinne, wir fahren bald wieder los. Macht es gut, bis dahin, bleibt dran, tschüss.